Hallöchen zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer entspannten Runde Sons of the Forest. Ja, Virgie und ich ein bisschen gechillt am Feuerchen, ne? Wir haben noch ein bisschen Tageslicht, dann würde ich sagen, kümmern wir uns noch so lange drum, dass wir noch ein bisschen Holz verbasteln oben, solange es noch hell ist. Und dann mal gucken, ob wir noch ein anderes Projekt in Angriff nehmen. Mir ist da nämlich eingefallen, dass ich eigentlich noch was bauen wollte, was ich jetzt auch nicht mehr angesprochen habe, seit vielen, vielen Folgen nicht mehr. Das ist nur mal so nebenbei gefallen. Ich habe es jetzt noch mal gesehen, als ich gerade die Videos mal von vorher auch mal ein bisschen durchgeschaut habe und so. Ja, da kümmern wir uns auch noch drum. Da haben wir also noch ein bisschen was zu tun hier. Trotz Endgame kommen wir hier nicht weg von der Insel. Ich will auch gar nicht weg, ehrlich gesagt. Das macht mir hier alles viel zu viel Spaß momentan. Wir haben auch eine gute Stelle erwischt, muss ich sagen. So vom Gegneraufkommen her ist alles noch passabel. Also hält sich alles in Grenzen, finde ich. Hab's schon schlimmer erlebt. Und ja, für den Modus, ich meine, wir sind im absoluten Hard-Modus. Das heißt, viel stärker und viel gefährlicher und viel aggressiver können die Gegner eigentlich gar nicht mehr werden, Virgie, ne? Wir haben uns da ordentlich schon ganz schön was getraut. Und ja, ich muss sagen, gut durchgekommen. Der Anfang war ein bisschen schwer, aber ich war vorbereitet. Diesmal, weil ich ja schon in der 6. Staffel abbrechen musste, ne? Weil es einfach zu schwer war, letztendlich. Ja. Okay, jetzt sind wir so weit, dass wir hier jetzt überlegen müssen, wegen dem Baumstamm lagern. Boah, ich kann eigentlich doch direkt durchbauen, oder? Kann man doch erstmal so... Solange ich noch bauen kann, kann ich es ja lassen, ne? Ach so, da muss schon die Schräge hin. Okay, wartet. Haben wir gleich. So. Du kommst zu dem anderen Müll. Ist ja kein Müll, wir recyceln das ja alles, ne? Also. So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Jetzt müssen wir auf Kelvin bauen. Mein Freund, mein Bester. Ne, wir lassen dich trotzdem noch mal sammeln da oben, weil wenn ich schlafen gehe, dann ist er ja eh wieder hier drüben. Ne, aber guck mal, er hat schon wieder zwei Lager voll und ein bisschen. Das ist gar nicht schlecht, ey. Schade. Wir haben auch nichts mehr so zum Bauen erstmal. So, komm, wir packen uns mal die halben irgendwo hin. Wo können wir die dann mal schnell... Ach so. Ja, ich pack die mal erstmal da hoch. Wer weiß, was ich noch vorhabe. Ja, wir machen das vielleicht, ne? Dass wir hier einfach einen Durchgang, einen Ausgang machen. Dann, ach, wartet mal, dann muss ich, warte mal. Da müssen wir nämlich hier eine Wand hochzimmern. Obwohl wir können auch das so machen. Da müssten wir... Achso, dann kriegen wir das wieder nicht geschlossen. Da müssen wir das auch wieder abbauen. Das runter auf eine halbe, im Querbalken durch. Das übliche Problem. Das kennen wir doch alle schon, Mensch. Verdammt. Verdammt. So, und einen halben hier hin. Dann den Querbalken hier. Jetzt können wir das nämlich unten zumachen und haben das oben gleich auch zu. So. Dann können wir das nämlich auch schließen. Können wir unten schließen, können wir oben schließen. Und dann machen wir hier eine Wand rein mit einer Tür. Dann passt es. Dann kann man nämlich tatsächlich hier rausgehen. Ey, das wird geil. Das wird sehr geil. Oh, guck mal, wie der Teleporter funkelt.
die reinste Dorfdisco da unten. Also manchmal, wir haben ja auch im Multiplayer-Server ja auch mal alle Schreine gleichzeitig gestartet. Also auch den bösen Schrein, den guten Schrein, die Upgrade-Maschine, den Sarkophag und den Teleporter hatten wir auch zwei Stück daneben noch zu stehen. Ja, war ganz lustig. Hat gepunktet wie eine Dorfdisco. Es gibt da noch ein paar Videos bei mir auf dem Kanal. Wer Bock hat, kann gerne mal kurz suchen und reingucken. Ich glaube, ich habe auch eine Playlist dazu. Da habe ich mal ein paar Videos gemacht gehabt von dem Server. War ganz lustig, ne? So, aber jetzt müssen wir mal. Ach komm, so lang Tageslicht, das gehen wir rüber und holen Holz, ne? Wir schicken uns mal ein bisschen was hier rüber. Kelvin, mein Bester. Wir klauen dir mal wieder ein bisschen was. Ne, der ist schon wieder da unten unterwegs. Entweder hat er hier oben Stress gehabt. Oder er holt da unten irgendeinen Baumstamm. Oder er ist einfach nur doof, weil es einfach nur Kelvin ist. Ja, lauf ruhig jetzt hinterher, jetzt ist es auch egal, Kelvin. Ist auch wurscht. Renn rüber zu Base. Wir gehen eh gleich pennen. Na? Dann haben wir das Holz nämlich schon mal drüben und müssen einfach dem Kelvin nur morgen wieder sagen, mach mal wieder voll hier, die Dinger. Ich dachte, da vorne steht einer, aber das war nur der Stock von dem Lager hier. Optische Täuschung. Ja, jetzt müssen wir uns ranhalten, sonst sehen wir gleich nichts mehr. So, das war's gewesen. Ab rüber. Jawohl, auf der Brücke. Punktlandung. So, mal zumachen. Virgie ist hier in der Base, ja. Wunderbar. Kelvin? Mach Pause. Ja, kannst ja reinrennen. Ein Feuerchen. Da gehen wir jetzt auch hin. Noch haben wir ein bisschen Licht. Lasst uns mal noch hier, sagen wir noch Tageslicht haben, ein paar Stämme hochschicken. Da haben wir die schon mal oben. Noch sehe ich was. Ah, unser Haus ist relativ gut beleuchtet mit Fackeln außenrum. Aber irgendwie vor dem Haus ist alles noch stockduster, ne? Da müssten wir uns auch mal was einfallen lassen. Dass wir die Fläche davor ein bisschen beleuchten. Vielleicht Tatsache mal mit ein paar Scheinwerfern. Wir haben die ja gefunden, die Baupläne. Wieso sollten wir sie nicht nutzen, oder? Sag ich mal. Okay. Jetzt gehen wir gleich ins Bettchen. Okay, ich habe kurz festgebackt. Also dann. So, Feuerchen, legen wir nochmal Holz nach. Dass uns das nicht ausgeht. So. Musik ist aus. Ja, ist auch gut so zum Schlafen jetzt. So, ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Oh nein! Habe ich vergessen, das Tor zuzumachen? Nein, ich habe es vergessen. Und zwar das kleine Tor. Dann gleich so viele wieder. Ich mache jetzt aber keine Kompromisse, mein Freund, ehrlich gesagt. Ich gehe schnell das Tor zumachen. Ah, shit, ey, ich habe das voll vergessen. Da sieht man mal, wie sicher unsere Base ist, ne? Doch, wir haben jetzt tagelang wirklich überhaupt gar keinen Stress gehabt hier. Arschlecken, wa? Kacke ist, wa?
Habe ich schon zugemacht, mein Freund. Ist schon hier, wie nennt man das? Schicht im Schacht. So. Ach, Kelvin, du bist es, ey. Grad gedacht, wer ist nach meinem Gesicht gerade vorbeigerannt? Ja, sorry, Kelvin. Mein Fehler. Komm, lass uns wieder schlafen gehen. Ach, wer bist du denn noch hier? Sag mal. Kann ja nicht sein, ey. Aber das ist ganz praktisch. Da können wir uns gleich mal hier so einen Crack zusammenpacken, ne? So, erstmal den Müll beseitigen hier. So. Kelvin, geh mal weg, bitte. Ich muss noch ein bisschen was schnabulieren bei ihm. Ach, das dauert ja wieder so ewig wegen seiner Rüstung, oder nicht? Ich guck mal. Alles da. Entfort mit dir. Der Teleporter funkelt ab. Du, Portemonnaiechen, da können wir mal eins öffnen. Dann sammeln wir das auch noch ein. Und dann hauen wir uns wieder in die Koje. Jetzt sollten wir auch durchschlafen. Gute Nacht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Was haben wir denn hier? Einen leeren Pflanzkasten. Das geht ja gar nicht. Ne? So, wo seid ihr denn, meine Lieben? Morgan Kelvin, was macht der denn da? Wie kommt der denn in die Wand? Ich weiß ja auch nicht, ne? So. Kelvin, mein Bester. Sei so nett und folge mir. Aber erstmal schnabulieren wir schnell was. So. Dann sind wir gut gestärkt. Und Greg steht da auch bald wieder an, ne? Kelvin, folge mir bitte. Ich darf das nicht mehr vergessen, das Tor zu schließen nachts. Weil es war jetzt auch kein großes Problem, ne? Die paar Leutchen, die da vorbeigekommen sind. Schade, dass sie nicht in die Fallen gehen, sondern nachts, da stehen die einfach Tatsache direkt vorm Haus. Manchmal sogar direkt im Haus. Die trauen sich ganz schön was. Die Kollegen Schnürschuh. Und bis der Kelvin kommt, habe ich hier schon 5 Bäume um. Kelvin. Guck mal, du kannst das doch perfekt, ne? Das ist doch das, was du am allerbesten kannst. Sammel Baumstämme und füll die Behälter. Dankeschön. Okay. Dann gehen wir wieder zurück und basteln weiter. So. Ciao, Kelvin. Ciao, Kelvin und hallo, Virginia. Oh nee, Virginia ist unterwegs. Oh jo. Die hat wieder was für mich in der Hand, ein Geschenk. Aber das ist ganz gut, weil dann kommt sie auf jeden Fall dahin, wo ich auch bin. Wie soll man ruhig jetzt hier reinkommen? Ich mach mal oben die Lager voll. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir da noch brauchen. Ah, wir verbasteln es jetzt erstmal schnell. Ganze Treppenhaus brauchen wir auch noch Fackeln drin auf jeden Fall. Muss noch alles beleuchtet werden. Hier müssen wir das selber auch noch mal machen mit dem Ding. Dass wir das halbieren. Fällt mir gerade auf. Also müssen wir erstmal leer räumen.
den Ständer. Das Lager, das Baumstammlager. Na, ist da vorne noch Ruhe? Ja. Ich finde, es ist schon so kompliziert gemacht mit den, wenn man so ein Dreieck bauen will, dass man es auch zubekommt. Da hätten sie sich, glaube ich, ein bisschen was Besseres einfallen lassen können. Aber gut, ich meckere wahrscheinlich auf hohem Niveau. Jammern auf höchstem Niveau. Oh, danke schön, Perchy. Ist aber lieb von dir. So, dann fehlt da überall noch ein Brett, glaube ich, oben, ne? So. Wir können jetzt mal hier... Ach, da müssen wir den hier wieder reinstellen. Okay. Ach so. Der kann ja ruhig ganz... Nee, der muss auch halbiert werden. Okay. Ja. Ich sehe schon. So, jetzt sind wir wieder in der Ausgangsposition. Ja gut, das wäre jetzt auch zu viel verlangt, wenn ich den hätte jetzt dahin legen können. Einfach mal noch eine Wand zwischen Zimmern so. Ja, was zeigt mir da für Pfeile an? Ja gut, dann sind die Baumstammlager jetzt tatsächlich im Weg. Okay, nicht so schlimm. Dann kümmern wir uns erstmal hier oben ums Dach, dass wir das fertig kriegen, die Schräge fertig kriegen. Wir können auch die eine Wand hier schon zuzimmern. Auf jeden Fall. So. Okay, das ist ja alles soweit. Dann lasst mich mal hier oben. Ups. Da fehlen uns nämlich noch ein paar Bretter. Okay, eins noch. Und wieder hoch. Das Brett nehmen wir mit. So. Okay, dann ist aber auch jetzt denn mal Zeit für, dass unser Baumstammlager Geschichte ist hier oben. Das bauen wir jetzt ab. Nee, das nicht. Dich will ich haben. Sehr schön. Ja, so viele Stöcke, stimmt ja. Lass uns mal hier schnell mal runter. Zack, zack. Und wieder hoch. Komme ich hier? Bin doch schon mal hier hochgesprungen, genau. Dann kann ich doch hier reinspringen. Haha, sehr gut. So, Stöcke. Ah, okay. So, die paar basteln wir hier. So, Lager sind leer. Dann reißen wir das jetzt auch ab. So. Außer die Stöcke. Ich glaube, ich muss die Stöcke einsammeln. So. Krieg's nochmal hin. Na, kommt es mir jetzt zu sehr hin und her.
Wir haben noch ein schönes Treppenhaus. Lasst uns das benutzen. Oh, noch mehr Stöcke. Wie viel sind denn das, ey? Ach stimmt, so ein Lager braucht aber auch, glaube ich, 40, ne? 40 Stöcke. Okay, ein letztes Mal noch. Dann haben wir's. Okay. Ach hey, was mit unseren Häschen? Nein, ich habe die Häschen vergessen. Schaut mal, ein Hase. Oh, alleine ist er jetzt. Ein Hase ist weg. Och man, müssen wir noch einen Hase holen. Wir haben ja die Hasenfalle noch. Weiß nur nicht mehr wo. Ob ich die jemals wiederfinde? Gell, Virgie? Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte wieder hoch, ne? Ja, schade. Das meinte ich mit den Hasen, ne? Wenn man denn so einen Käfig hat mit 6 Hasen drin. Das ist dann schon heftig, weil das hält gerade mal 2-3 Tage, das Futter. Ach, da fehlt noch einer. Okay. Ach so, da fehlt auch noch der halbe obendrauf. Ach so, wir können ja mal... das hier jetzt auch zumachen, ne? Cool. Cool. Das klappt alles so. Das wird alles so klappen. Kann ich noch irgendwo ein paar klauen? Nee, ne? Schade. So, einen halben noch da drauf. Dann haben wir das. Ich muss ein bisschen Holz hochschicken. Ach shit. Wir haben ja gar kein Lager mehr. Ich dachte, die bleiben wenigstens so oben liegen. Ohne Lager. Ich glaube, dafür müssten wir die Seilbahn jetzt neu spannen. Weil es ist ja nicht mehr viel Holz, was wir brauchen. Nur noch ein paar Stämme, aber es sind halt noch ein paar Stämme, ne? Können wir nicht vergessen. Also... das habe ich mir fast gedacht. Wir sind mich voll an Seilbahnhaken. Dann schießen wir die uns direkt hier oben rein, ne? Würde ich sagen. Okay, jetzt darf man nicht vergessen, nachher unseren Haken einzusammeln, glaube ich. Checken wir mal ab, ob die jetzt da oben reinfallen. Hä? Ach nee, ey. Ach nee, ey. Danke, Porris. Na komm, kann ich die Lücke, da darf ich die Lücke nicht zumachen? Doch, kommt. Da ist es. Alles klar. Das sieht gut aus. Jetzt kommen wir der Sache näher. Natürlich doof hier. Die Seilbahn, das müssen wir nochmal kurz gleich mal gucken. Weil es sind ja doch schon noch ein paar Stämme, die ich brauche, ne? Also. Nein, der war falsch.
Also, Seilbahn. Okay, jetzt, aber das muss doch jetzt gehen. Aua! Aua! Ach man, ich hab doch gewusst, dass ich mir irgendwann wirklich weh tue. Ja, jetzt dann so umdrehen. Genau, das ist prima so. Ja, Virgie, jetzt hat's geklappt. Ja, Spazi. Jetzt hat's geklappt. Allerdings war die Seilbahn besser angebracht, als ich die weiter hinten dran hatte, glaube ich. Ich glaube, wir müssen die noch einmal neu machen. Einmal noch. Ab nach oben. Nein, da wollen wir die nicht. Ist vielleicht nicht so schlau. Ich sollte den vielleicht zum Schluss zumachen. So, dass ich da noch rein raus kann, ne? So. Hierzu, dazu, dazu. Okay, meine lieben Freunde. Dann war es das wohl gewesen erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken und kommentieren. Ihr wisst, das freut mich immer. Und auch in der nächsten Folge gerne wieder mit dabei sein. Wenn wir dann unser Dach wahrscheinlich fertigstellen, sage ich mal. Ist nicht mehr viel. Ja, und dann mal wieder eine kleine Loot-Runde. Ein bisschen was vergolden. Ne? Und dann nehmen wir noch ein Projekt in Angriff. Das kommt neben das Haus. Aber was das ist, das verrate ich euch in der nächsten Folge. So, bis dahin. Tschüssi.